Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr bemerkt vielleicht gerade, die Szenerie ist schon ein bisschen anders. Ich bin nicht bei mir wie gewöhnlich im Zimmer und ich sitze mit einem neuen Gesicht auf diesem Kanal hier. Das ist der Axel. Wir haben uns gemeinsam bei unserem Schauspielkurs hier in Essen getroffen. Und Axel hat mir letztens gesagt, dass er spirituelle Beratung macht. Und ich fand, das hat sich total interessant angehört. Axel, ich weiß noch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Vielleicht kannst du auch den Zuschauern erstmal so ein bisschen erklären, worum es bei diesem Job überhaupt geht. Was ist so ein bisschen deine Aufgabe? Es geht darum, dass wir alle Probleme, Blockaden haben. Und es geht darum, sich diese Situationen, Probleme, Blockaden und Schwierigkeiten anzugucken. Mithilfe verschiedener Werkzeuge, von denen ich hauptsächlich die Karten benutze, da nehme ich die Werkzeuge, um ein Bild zu bekommen von der jeweiligen Situation, dem jeweiligen Problem, den Klienten dann etwas an die Hand zu geben, was sie ändern können und wie sie damit leben können und wie ein möglicher weiterer Weg oder eine möglichere Handlungsweise aussehen könnte. Man merkt schon, du sprudelst schon richtig vor Begeisterung und scheinst in dem Beruf ja auch richtig aufzugehen. Es ist ja jetzt auch so, dass es vielleicht etwas ist, das man nicht unbedingt alle Tage hört. Und ja, da würde mich so ein bisschen interessieren, wie bist du überhaupt darauf gestoßen? Ja, ich stamme aus einem anthroposophisch geprägten Haushalt. Das ist mehr im Sinne, das ist von der Anthroposophie, den religiösen Arm der Christengemeinschaft. Das ist diese Bewegung, die der Dr. Rudolf Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet hatte. Bekannt ist da wahrscheinlich vor allem die Waldorfschulen, auf die ich auch gegangen bin. Also richtige Waldorf-Karriere von Kindergarten und Schule und mit den Dingen, die dort ja auch gelehrt worden sind, bin ich aufgewachsen, unter anderem eben halt auch mit der Astrologie und bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich in der Astrologie nicht mehr weitergekommen bin, wo ich im Grunde genommen das Problem vor lauter Aspekten nicht mehr gesehen habe. Und dann kam ich auf Karten. Meine Großmutter hat schon auch Karten, ja auch für mich mal Karten gelegt, aber dann irgendwas gesehen und ganz schnell die Karten weggebracht. Und dann war das nicht mehr Thema bei uns zu Hause. Und später habe ich gedacht, ach, fange ich mal an, gucke ich mal. Und habe dann erstmal mit, wie es mit Spielkarten, Romy-Karten und Skatkarten angefangen, was nicht so ganz mein Ding war. Und habe dann mein erstes Tarotkartendeck besorgt und das war sofort das. Ich wusste auch sofort, dass ich das beruflich machen werde. Gibt es vielleicht so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist das, was an diesem Beruf für mich so besonders reizvoll ist, wenn du vielleicht so einen Finger auf so eine Sache legen müsstest? Wenn dann von der Gegenseite das große A und O kommt, dass ich Dinge erkannt habe, ohne dass vorher mir explizit davon was erzählt worden ist und es stimmt. Es ist nicht etwas Alltägliches, dass jemand einem anderen sein Leben quasi erzählt, ohne vorher auch nicht nur einen Ansatz gehabt zu haben. Du gehst dann natürlich auch dann immer mit vielen und vor allem so unterschiedlichen Personen hast du natürlich dir immer gegenüber sitzen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn du vielleicht denen ihr Leben erzählst, beziehungsweise versuchst, ihnen eine Antwort darauf zu geben, dass einige, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen emotional berührt sind, auch verletzt vielleicht. Vielleicht auch etwas wütend reagieren? Ist das schon mal passiert? Oder wenn das passiert, wie gehst du damit um? Also, dass Reaktionen kommen, ist einfach natürlich. Ein Berater leben. Ja, es kann vorkommen, ist auch schon vorgekommen, weil vielfach auch Frauen Beratungen beanspruchen, die dann natürlich versuchen, vor einem Mann nicht unbedingt diese Emotionen zu zeigen. Ist das dann schon manchmal interessant, wie solche Emotionen versucht werden zu unterdrücken, aber es funktioniert nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht einige sich da schon ein bisschen
ja, in die Engel gedrängt fühlen. Ich habe nochmal vielleicht so eine aktuellere Frage für dich. Jetzt, wo die Corona-Pandemie ist, hat das irgendwie einen Einfluss auf dein Berufsleben gehabt oder generell auch auf dein Leben? Ja, die Corona-Krise hat auf jeden Fall Einfluss, weil die Leute Schwierigkeiten haben, auch zu kommen. Jetzt ist bei mir noch dazu gewesen, dass ich gerade unmittelbar vor der Corona-Krise meine Räumlichkeiten wechseln wollte. Und bis heute habe ich auch noch keine neuen Räumlichkeiten, in denen ich das gerne machen würde, und suche da auch noch nach. Zumal ich ja auch als Konsequenz aus der ganzen Krise dazu übergehen möchte, diese Sachen vor allen Dingen online anzubieten. Das ist eine Revolution, dass man jetzt alles online machen kann und alles über, aber auch eben mit Bild und Ton online machen kann, eben nicht nur Texte verschicken. Das ist etwas, was vorher nie da gewesen ist und was nie da gewesene große Möglichkeiten auch erschafft. Was war vielleicht das skurrilste oder lustigste Erlebnis mit einer Person? Das war eine Familie, die kürzlich in ein neues Haus gezogen ist, und da ich eben, die wissen wollten, warum die da ihre Probleme haben, und da bin ich mit einer Technik, einer Hellsichtstechnik reingegangen und reingespürt, und dann fing ich derartige Beklemmungen an zu bekommen, also richtig, Zustände. Und dann habe ich mich, und dann sagt die mir, ja, in dem Haus hat jemand einen Herzinfarkt bekommen und ist dran gestorben. Was? Echt? Ja, solche Momente gibt es. Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Ja, ich habe denen auf jeden Fall geraten, eine Raumreinigung zu machen, weil das ist ein gutes Beispiel, wenn man da sieht, wo auch das mit den Karten endet. Da endet es. Mehr kann ich mit den Karten nicht, weil das ist eine energetische Geschichte, die auch nur energetisch gelöst werden kann. So, wir sind jetzt beim zweiten Teil des Videos, nämlich dann wirklich bei der eigentlichen Beratung quasi. Ich stelle mir jetzt eine Frage und ich würde sagen, wir gucken dann erstmal, was passiert, ne? So, also meine erste Frage betrifft so ein bisschen mein Leben bezüglich so dem Beruf. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich ein sehr kreativer und gestalterischer Mensch bin. Ich wollte fragen, ob dieser Weg irgendwie eine Zukunft für mich bereithält. Okay. Ja, ich mische jetzt erstmal die Karten und lege die Karten jetzt aus. Ich lege neun Karten aus. Heute wollen 10 raus, auch gut. Dann decke ich mal auf. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also Gewächshaus, da geht es immer um Wachstum und um aussichtsreiche Pläne sogar auch. Ein guter Nährboden, die Fruchtbarkeit und die Belohnung. Also, und das dann auch noch im Zusammenhang mit Termine, besser geht nicht. Für den Beruf, dass das Liebespaar sagt dann auch noch, dass das wirklich auch eine große Liebe ist. Allerdings, man muss dranbleiben. Man muss sehr dranbleiben mit dem Soldaten. In der Mitte liegst du dann als unabhängiger Mann. Das ist auch die ganze Faszination einerseits. Andererseits auch eben die Klarheit, die Klugheit, aber auch die nötige Distanz zum Ganzen. Also beides ist durchaus da und das führt zu einer Heilung. Und diese Heilung mit der Umarmung, die Umarmung, das ist auch eine Anerkennung. Da kommt auch Anerkennung. Es kann auch sogar so weit sein, dass du da auch jemanden kennenlernst drüber, mit dem du zusammenkommst. Das Wespennest ist eigentlich eine nicht so schöne Karte, aber allerdings
denke ich auch, mit der Kombi auch mit dem unabhängigen Mann zusammen ist auch dadurch durch die Distanz und Kühle ist auch eine gewisse Vorsicht da. Allerdings mit der Lawinenrüstung kann auch sehr groß werden. Wir haben nämlich den Joker etwas, womit man nicht gerechnet hat, aber auch ein großes Erstaunen. Und dieses große Erstaunen kann mit den Finanzen zusammenhängen, dass viel mehr Geld dabei rumkommt als gedacht. Siehst du vielleicht auch so ein bisschen, in welche Richtung genau sich das entwickeln wird? Schwierig. Wir haben jetzt das nicht in der Frage mit rein formuliert, also aus den Karten kann ich das jetzt nicht raussehen. Okay. Sollen wir dann noch eine Legung machen? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen jetzt so eine Klischee-Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Wir wollen einmal mal fragen, wie es vielleicht so ein bisschen mit der Liebe aussieht, ja? Okay, ja. Ich spiele die Karten. Das ist eine, die jammernde Frau. Das sieht gar nicht gut aus. So eine Drama-Queen, okay, die dann eine richtige Krise da macht. Ja, Umbruch, Krise, Verlieren. Oder es ist jemand, der immer immer ein Smartphone vor der Nase hat. Das ist, aber es muss ja jemand sein, der sehr schön ist eigentlich. Also, okay. Schön, diese schöne, gutmütige, aber es ist auch, wir haben auch hier den Wunsch, Brunnen also ein Lebenswunsch ist da auch. Und diese Krise kann auch mit einem Lebenswunsch zusammenhängen. Ja, es ist die Herzöffnung, die hat mit der Büchse der Pandora, also mit wirklich so einem, mit, es ist auch karmisch, das Ganze. Das Ganze ist eine sehr karmische Geschichte, aber die wird höchstwahrscheinlich in den Abgrund führen. Also sei da bitte, bitte vorsichtig. Das sieht nicht danach aus, als ob das wirklich zu was führen könnte. Ist komisch, ne? Eigentlich solche Dating-Plattforms und so bin ich gar nicht der Typ, der sowas benutzt. Ich finde, das nimmt so ein bisschen die Romantik, habe ich das Gefühl schon mal. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Verbindung das ist so im Dreieck. Die drei negativen Karten sind hier so im Dreieck. Okay. Die sind zwar die Sachen positiv, aber es ist, das ist einfach, nee. Okay. Wie lange dauert es noch? Du musst ja immer nach hinten greifen. Und muss dass die Carpe Diem-Karten ziehen. Also, das heißt ja, für fast jede Sache auch Karten gibt. Ja. Wasser, da ist der Wassermann, die Wassermannsphase. 20.01., 18.02. Also 11 Wochen, 11 Monate, das. Wir sind jetzt im November, Dezember, Januar. Ja, das passt genau. Die 11 Wochen, 11 Monate zum Wassermann passt genau. Also wenn du nicht oder die Person nicht Wassermann ist, dann wird es in der Zeit 20.01. bis 18.02. passieren. Also dann werde ich nicht eine Liebesbeziehung haben, sondern dann werde ich einfach nur diese Person kennenlernen quasi. Es wird eine anstrengende Person, auf jeden Fall. Okay, dann bis zur nächsten Liebesbeziehung dann wirklich. Kannst du das auch noch lesen? Ich würde sagen, das ist, ja, höre auf Freunde, aber höre auf Freunde, es ist wieder die 11. Und da die 11 jetzt doch sehr im Zusammenhang mit dem anderen steht, sieht mir das eher aus, dass es nicht unbedingt so ist. Ich habe jetzt hier allerdings auch die 2. Hier liegt eine umgedrehte 2. Es kann auch sein, dass du 2 kennenlernst. Und eine ist aber sehr anstrengend. Okay, also es ist noch so ein bisschen ungewiss. Ja, da ist so ein bisschen ungewiss, muss man da auch lassen. Sollen wir die letzte Frage nochmal machen? Ja, das ging ja auch relativ schnell. Ich habe mir jetzt überlegt, ist vielleicht auch wieder ein bisschen mit dem Studium verbunden, ja, aber ins Ausland zu gehen. Ich würde ganz gerne in Großbritannien studieren. Ah ja. Und ich wollte mal fragen, was gibt es da so für Herausforderungen, die auf mich zukommen würden, wenn ich diesen Weg gehen würde? Würdest du es mir dann auch als Fazit vielleicht raten, diesen Weg zu gehen? Ja, die geht schon raus.
Ja, also da gibt es eine glückliche Gelegenheit, einen glücklichen Zufall oder auch was finden, womit man nicht gerechnet hat. Auch wieder eine Schicksalsfügung zur rechten Zeit am rechten Ort. Da wäre aber die Herausforderung. Es kommt darauf an, zur richtigen Zeit da zu sein, wegen einer adretten Frau. Also dann haben wir hier wieder die Schöne, diesmal in Verbindung mit der Adretten. Das kann auch eine von den Frauen, wo wir eben gesagt haben. Aber Zentrum ist ganz klar die Unentschlossenheit, das Misstrauen, die Vorsicht, die Sorgen, die Ängste. Bezüglich von Ordnung und Struktur, die Struktur, die dort sind, vom Linksverkehr über den Brexit und so ein bisschen die Angst davor, zweite Wahl zu sein, als Deutscher in England. Und da ist doch sehr viel Gejammer. Aber wir haben hier auch die Zwillingsflamme, die bedingungslose Liebe. Also da ist schon was da. Also eigentlich zwei sehr super Karten, aber viel Sorgen, Unsicherheit, bisschen Rumgejammer. Was weiß ich von allen möglichen, auch Essen ist ja auch anders da als hier. Eigentlich sind da wirklich sehr tolle Karten dabei. Also es könnte schon durchaus was sein. Also die Karten sehen zumindest auf jeden Fall danach aus, als ob das eine ernsthafte Option ist, als ob du da wirklich ernsthaft auch Gedanken machst. Okay, ja. Spannend. Ja. Spannend. So, das war also ein Tag spirituelle Beratung mit dem Axel. Ja, man kann mich erreichen über meine Webseite lebensberatung-ricken.de, über meine Facebook-Seite auch Lebensberatung Ricken. Und ja, die E-Mail ist info@lebensberatung-ricken.de. Ja, einen YouTube-Channel habe ich auch. Der ist auch zu erreichen einfach über den Namen Axel Ricken. Und da mache ich auch regelmäßig, unregelmäßig auch Videos. Habe jetzt auch eine neue Reihe gestartet über Begriffe in der Spiritualität, also Mythen der Esoterik habe ich das genannt, wo ich einige Begriffe erklären werde, die so in der Szene gang und gäbe sind und wo vielleicht der ein oder andere gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen möchte. Axel, war echt schön, mit dir das Video gedreht haben zu dürfen. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und auch den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden und informativen Videos zu verpassen. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, dieses Video mit euren Freunden zu teilen und sie auch vielleicht an dieser etwas neuen und anderen Art des Lesens, der Bekanntmachung teilhaben zu lassen. Wir sehen uns dann. Alles Gute. Ciao, ciao.